Hallo, das mal ist ein ganz anderes Video und ich hoffe, das wird das kürzeste Video ever, weil mir in den Foren gesagt wurde, das, was ich jetzt vorhabe, dauert genau keine 3 Minuten. Ich lasse mich dabei raschen, aber ich habe auch nichts vorbereitet. So, erstens, worum geht's? Es geht um Irum. Das sieht man so besser. Das ist ein Aktivkohlefilter, sprich, der filtert dann nochmal ein bisschen mehr raus, außer den Sachen, die ein normaler Filter schon rausfiltert. Wie komme ich auf den ganzen Gedanken? Wer von euch ist nicht Raucher? 1, 2, 3, 4, 5, egal. Wenn jemand vorher geraucht hat und plötzlich Nichtraucher wird, wird er feststellen, dass sein Näschen besonders sensibel reagiert. Ich bin Nichtraucher, ich war immer Nichtraucher und jetzt auch beim Autofahren Nichtraucher, ich fahre elektrisch, das wisst ihr. Und man nimmt tatsächlich, gerade wenn vor einem ein Diesel fährt, echt diese Gerüche ganz anders wahr als vorher. Das klingt komisch, ist aber, das könnt ihr mir glauben, Entschuldigung, könnt ihr mir glauben, das ist tatsächlich so. Da wird man echt sensibel und gut. Also, was müssen wir machen? Der Luftfilter ist beim Ioniq für den Innenraum im Handschuhkasten quasi drinnen. Das heißt, wir müssen jetzt mal gerade den Handschuhkasten so weit ablassen, runterlassen und dann kommt man hinten angeblich an den Innenraumfilter dran. Das werde ich jetzt tun und ihr seid sozusagen live dabei. So, als erstes räumen wir mal hier das Ganze aus. Bordmappe. TÜV-Bescheinigung für, was ist denn das jetzt hier? Ach, für meine Federn. TÜV-Bescheinigung für die Spurverbreiterung. Das sind die Unterlagen für, alter Schwede, habe ich Kram hier drin. Egal, so. Hier haben wir meine Ladekarten drin. Na? Ja, und das war es dann eigentlich schon. Jetzt habe ich hier den, genau vor mir, den Handschuhkasten. Da sind an der Seite 2 Stecker. Hier, die habe ich gerade einen rausgenommen. Jetzt nehme ich noch den zweiten raus. So, und dann kann ich das Ganze ein bisschen runterlassen. So, in die Ladeschale. Hier hinten drin ist jetzt, zack, das zeige ich jetzt gleich mal eben. So, diese Klammern hier an der Stelle, die muss man eben lösen durch Zusammendrücken und dann hat man die Abdeckung vor dem Filterkasten schon raus. So, und man kommt an den Luftfilter tatsächlich sehr gut ran. So. So, ganz wichtig, Airflow von oben nach unten. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera gut sieht, aber der ist schon ganz schön dreckig. Ne, was da jetzt so drin ist, das ist schon erstaunlich. Also, wir merken uns Airflow von oben nach unten. Jetzt packen wir den hier mal aus. Ach ja, ich bin natürlich komplett unvorbereitet und das Ding ist komplett zugetaped. Aber richtig zugetaped. Insofern muss ich jetzt mal gerade ein bisschen hier friemeln. So. Bedienungsanleitung ist auch drin. Ich hoffe, die brauche ich nicht. So, was habe ich gerade gesagt? Die Luftrichtung von oben nach unten. Ne? Und hier an der Seite sieht man Airflow von oben nach unten. Schieben wir ihn mal wieder da oben rein, wo er reingehört. So, jetzt kommt die Abdeckung wieder. Ach so. Ja, jetzt sollte ich mich auch richtig rum reinsetzen. So, zack, zack. Ich hatte sie um 180 Grad verdreht. Das kann nicht funktionieren. So, jetzt kommen hier wieder die kleinen Halter für den Handschuhkasten, damit dieser nur so weit öffnet, wie er soll. Zack, ihr seht, zu. Wir räumen das Ganze wieder ein, was hier so alles so an Krams drin war. Meine Ladekartensammlung. Und ich habe tatsächlich
eine selbstklebende Feinstaubplakette, weil ich es unheimlich peinlich finde, hier mit einem Elektroauto und Feinstaubplakette rumzufahren. Und das ganze Ding, das klebe ich dann bei Bedarf drauf, wenn ich tatsächlich in die City fahre und dort länger bin. Hier auf dem Land ist keine Feinstaubplakettenpflicht. Das ist nur in der City selber und deswegen klebe ich sie dann nur bei Bedarf drauf. Wie gesagt, ich wäre dafür, dass man es eher vorne im Kennzeichen macht. Dann hat man gleich vorne, TÜV ist ja hinten. Warum macht man nicht vorne eine Plakette? Grün, blau, gelb, rot. Aber das sind meine Gedanken. So, ja, das war's schon. Handschuhkasten dicht. Und kürzeste Video vom Schwungvoll ever. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Hat wunderbar geklappt alles. Habe jetzt gar nicht drauf geguckt, ob wir unter 5 Minuten geblieben sind. Aber ich habe auch schon wieder ein bisschen geredet. Und dann sind es vielleicht auch knapp über 5 Minuten. Egal. Ja, das war's, meine Lieben. Und ich werde berichten, ob dieser Feinstaubfilter, der Aktivkohlefilter, ob der dann sein Geld wert ist. Kriegt man bei Amazon übrigens für recht schmales Geld. Ich weiß gar nicht, was ich genau bezahlt habe. Werde es unten aber in den im Beschreibungsfeld dann verlinken. Ja, und dementsprechend dann auch, wenn Bedarf ist, das Ganze dann auch nochmal analysieren, ob es denn tatsächlich so viel bringt. Also, gehabt euch wohl. Wir sehen uns beim nächsten Video. Also, bis dann. Ciao.